Willkommen zurück zum Verteidigen unseres ersten Platzes. Hier steht zwar eine 2, aber Nürnberg hat einen Spieltag mehr. Wir haben eine höhere Tordifferenz und wir sind Platz 1. Jetzt gegen Platz 7, gegen Werder Bremen. Das wird auch nochmal ein Stück Arbeit, denn 2011 waren die auch einer der stärksten Mannschaften mit in der ersten Bundesliga. Momentan, 2013, sind sie eher schwächlich. Muss man ehrlich sagen, kämpfen sie wahrscheinlich um den Abstiegsplatz oder so. Aber momentan hier 2011. Oh, danke, Torwart. Hallo, lad doch mal. Hallo. Warum lädt er nicht? Jetzt hat er. Und jetzt gucken wir nochmal. Batschuba. Tor. Geil. So, jetzt geht's los. Das ist ein bisschen Training da. Und jetzt geht's los. Wir müssen gewinnen, um Platz 1 zu verteidigen. Am besten wäre natürlich so ein 2-3-0. Würden wir plus 2 bekommen. Aber wir dürfen uns hier natürlich nicht so sicher sein. Bremen ist, wie gesagt, hier momentan 2011 eine sehr starke Mannschaft, die man überhaupt nicht unterschätzen darf. Arnautovic. Sehr schön abgelaufen von Bommel. Wow. Ach komm, faul. Na gut. Arnautovic. Wesley. Marco Arnautovic. Pizarro. Arnautovic. Sehr, sehr schlecht von Bayern hier verteidigt. Ribéry. Franck Ribéry zu Klose. Klose. Oh, Naldo ist da. Naldo ist da. Aber Müller erobert den Ball wieder. Marin. Arnautovic. Pizarro. Oh, das war der falsche Mann, Pizarro. Die spielen ein sehr, sehr schnelles Spiel, die Bremer. Müller. Olic. Und Klose. Foul. Oh ne, der soll zu dem anderen spielen. Mann, ist ja doof. Klose, Olic. Klose. Van Bommel. Klose, Van Bommel. Schuss. Der erste Torschuss. Über die Parade von Tim Wiese. Und Claudio Pizarro kommt auch nicht dran. Holger Badstuber am Ball. Marc van Bommel. Thomas Müller. Ibiza Olic. Olic. Naldo hinter ihm. Olic. Olic mit dem Schuss. Tor. Alter, was für ein Kracher. Das ist ein sehr, sehr schönes Tor. Wunderschön. Unglaublich. Das ist bisher das schönste Tor in FIFA-Manier, was ich je gesehen habe. Den so zu verwandeln. Das ist unglaublich. Da gehört Klasse zu. 1-0 für Bayern. Frühe Führung mal endlich wieder für Bayern. Das tut denen gut. Nicht mal diese späte Zitterführung. Die natürlich auch eigentlich ganz gut ist. Allerdings vorher für die Nerven ganz schön blass ist. Oh, da liegt einer verletzt. Und Müller scheint verletzt zu sein. Arnautovic. Schön von Beuten. Müller. Huch, der Pass kommt nicht genau. Hat vielleicht mit seiner Verletzung was zu tun, Arnautovic. Bargfrede und Van Beuten, Schweinsteiger, Franck Ribéry. Badstuber. Ah, sowas kann man sich nicht erlauben. Pizarro. Oh! Kein Foul. Glück gehabt. Hätte ich als Foul gesehen, aber naja gut, nehmen wir so gerne an. Franck Ribéry. Die auch sowas gleich hinter um. Klose, da stehen zwei Bayern-Spieler frei. Olic. Und es gibt Foul. Und der Schiedsrichter rennt schon mal hin und zeigt die gelbe Karte sofort. Also das ist ungewöhnlich, aber okay. So, Franck Ribéry. Ui! Latte. Oder was war das? Das war ein sehr, sehr guter Freischuss. Wäre das Tor, dann... was ist das für ein Spiel hier? Unglaublich. Damen gegen die Latte gehämmert. Boah, wäre das ein Tor, das wäre echt genial gewesen. Muss man einfach sagen. Oh, nee, das war nichts. Van Bommel! Was war das denn? Van Bommel! Oh, nee, komm. Den muss er doch reinmachen, sowas. Sowas muss man doch reinmachen. 2-0 wäre so, so wichtig. Dann wäre der Sieg fast sicher. Ich sag nur fast. Kann sich alles noch drehen.
Und die Tordifferenz plus 2, das wäre wirklich richtig toll. Weil ich weiß nicht, ob Nürnberg letztes Mal irgendwie 5-0 oder so gewonnen hat. Das gibt jetzt auch die gelbe Karte für Contento? Jawohl, habe ich richtig gesehen. Contento hat gelb bekommen. Die Mauer springt hoch, es gibt Ecke. Und Frings macht die Ecke. Mertesacker. Und Müller. Thomas Müller. Schickt jetzt Olic. Der sehr, sehr viel Platz hat. Olic. Olic. Der hat sehr viel Platz, Olic. Olic hat sehr viel Platz. Und er passt. Ach, Ribéry. Ja, hatte schon so gesagt. Ach, warum passt der nicht zu mir, Junge? Mensch. Teamplay, bitte. Ich bin doch hier der Ego. Naja, Ribéry. Ein richtiges Ego ist er nicht, weil, wie ich finde, der Beste bei Bayern. Und das war ganz, ganz schlugerhaft hier. Schweinsteiger. Och, Mann, Schweini. Den kann man besser bereinigen. Contento. Wunderbar, Schweinsteiger. Nee, das war Contento hinten, glaube ich. Geh nach vorne mit. Klose. Ja. Klose. Und ich drücke doch und er schießt nicht. Also sowas kann er echt aufregen. Van Bommel. Der die richtig heftige Chance hatte hier, das 2-0 zu schießen. So, gleich Halbzeit. Schweinsteiger. Schade. Es bleibt beim 1-0 für die erste Halbzeit. Ein relativ gutes Ergebnis für Bayern. Wenn die jetzt noch ein 2-0 machen würden, wäre das wirklich sehr befriedigend. Hier nochmal der Hinweis vom vom Stadionsprecher. Bitte nicht die Bierflaschen aufs Feld werfen. Ach du heilige Wort. Ich lasse Arnautović gehen und er schießt. Aber kein Tor. Von Ribéry. Schweinsteiger. Geh. Wo ist er? Ach. Bei Frings kleben geblieben. Arnautović. Diesmal Van Beuten sicher. Lahm. Ja, komm. Ey, zieh. Ja, wie ziehst du denn? Unglaublich. Olic. Schade. Aber der hat auch gezogen, dieser Naldo. So ganz berechenbar ist er auch nicht, der Junge. So, erstmal Schlacht nach vorne. Befreiungsschlag, nehme ich mal an. Contento. Und weitergeleitet auf Ribéry. Kann Ribéry sein erstes unglaubliches Saisontor machen? Abgefälscht. Mertesacker. Sehr schön von Mertesacker. Und auch gut von... Ja, teilweise gut. Er ist ja nicht weggekommen von Schweinsteiger. Arnautović. Von Beuthen rast da vorbei. Arnautović. Marin. Kleiner Dribbler ist er. Ach, war ja nichts. So. Contento, komm. 2-0, das wäre wichtig, weil ich habe das Gefühl, Bremen schießt hier noch irgendwie das 1-1. So viel Pech haben wir immer. Es sei denn, wir können jetzt das 2-0 machen. Dann könnten wir den Sack zumachen. Da kommt nicht gut. Auf Arnautović. Huch. Arnautović. Und auf Pizarro. Renn, Bartstuber. Pizarro. Ecke. Der Torwalter. Ich glaub's nicht. Sehr lustig. So, Jensen kommt für Barkfrede rein. Und die Ecke. Boah, Mertesacker, der ist riesengroß. Kommt da zum Kopfball, der ist wirklich Kopfball gefährlich. Ja, Mist, da läuft er nicht ganz Meter. Aber Ribéry macht er sein erstes Saisontor hier eventuell. Er passt! Tor! Nein! Was? Nein, er rennt jetzt aus! Ui, ich schlag mir gleich gerade auf den Kopf. Weil das gibt's nicht. Top-Chance zum 2-0, Top-Vorbereitung und ich renne ins Aus, anstatt zu schießen. Was bin ich nur für ein Noob? So, Klose. Klose jetzt mal von links zu Ribéry.
Oh, nee, das wollte ich nicht. Contento. Hat aber trotzdem den Ball bekommen. Schweinsteiger. Klose. So. Und Abschlag. Tim Wiese. Man weiß, wie schnell es im Fußball geht, dass ein Spiel gedreht werden kann. Wie schnell man Tore schießen kann oder wie lange man braucht, um ein Tor zu schießen, das weiß man auch. Allerdings kann alles wirklich sehr, sehr schnell gehen. Man kann praktisch auch sogar noch in der, sagen wir mal, 87. Minute zwei Tore schießen. Also, weißt du, was ich meine? Ey, warum läuft das aus? Aber gibt Ecke. Glück gehabt, weil ich wäre einfach original ins Aus gelaufen. Klose. Ach nee. Arnautovic. Marin. Van Beuten, wie groß er ist, setzt sich hier rein. Kann, ist aber nicht ganz erfolgreich. Arnautovic wieder. Zu Jensen, Marin. Sehr schön, Ribéry. Komm, komm, renn nach vorne. Nee, das gibt's nicht. Ribéry wieder am Ball. Schön, schön, schön. Ja, so, komm. Sehen wir nochmal, ob er hier passen konnte. Drüben läuft Bulic. Nee, war schon richtig, was er gemacht hat. Hier draufgezogen. Hier, komm mal her zu mir. Komm, komm, komm. Ach, verdammt. Eben nicht. Flanke kommt. Nee, aus Ecken wird nie was. Nie was. Lahm. Schweinsteiger. Ribéry. Warum läuft es aus? Ich drücke hier passen. Okay. Er will nicht reagieren, aber gleich ist Schluss. Es muss 1-0 rausgehen. Komm schon. Ribéry. Ribéry. Wunderbar. Und nach hinten passen versuchen. Ah, es gibt Ecke. Was? Abstoß? Hä? Ey, komm. Das war total hundertprozentig eine Ecke. Naldo wird nach vorne beordert. Aber der Ball kommt lang. Vielleicht zur Beirrung des Gegners. Arnautovic. Schlecht gemacht. Sehr schlecht gemacht. Van Beuten aber auch noch schlechter gemacht. Glück gehabt, dass Pizarro da den Gegner angespielt hat. Hätte es wirklich ungemütlich kommen können. Sehr schön, immer weitergeleitet, Müller. Ach komm, das war gar nichts. Immerhin Einwurf. Ist ja auch schon mal was. Da kann man schon mal die Zeit totschlagen, würde ich sagen. Abseits. Ha, er hat vorher abseits gepfiffen. Aber da es irgendwie noch ein Einwurf geworden ist, gab es trotzdem Einwurf. Ist ja cool. Boah, schade. 3 Minuten Nachspielzeit. Pizarro. 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 Schlecht. Sehr schlecht. Und Lahm. Und Lahm. Sorry, dass ich jetzt hier die Zeit tot spielen muss. Aber ich will hier den Sieg haben auf jeden Fall. Und will hier nichts riskieren. Unbedingt. Ja! 1-0 gewonnen. Damit sind wir hier wieder erster Platz wahrscheinlich. Von der Tordifferenz, ich weiß nicht. Nürnberg hoffentlich jetzt mal verloren. Oder wir kämpfen vielleicht jetzt gegen Nürnberg. Das wäre natürlich der Superkracher im nächsten Part. Das wäre das Topspiel des Tages. So, mal sehen, was es so Neues zu berichten gibt. Ja, Nürnberg. So, hier sehen wir die aktuelle Tabelle. Jetzt haben wir gleich viele Spieltage, aber unsere Tordifferenz ist besser, weil wir gegen Nürnberg gewinnen, liebe Leute. Da haben wir 42 Punkte und sie 39 und noch dazu eine schlechtere Tordifferenz. Das heißt, wir hätten 3 Punkte mehr Vorsprung und wenn wir dann jedes einzelne Spiel gewinnen, verliert Nürnberg bestimmt auch nochmal irgendwie ein Spiel und dann sind wir wirklich Platz 1 irgendwie. Boah, das wird echt spannend, nächster Spieltag. Wir sehen uns dann aber im nächsten Part.